Weiter geht's mit Baba is You. Letztes Mal haben wir die erste Welt, die Seewelt, oder zumindest der See, fertig abgeschlossen, hundertprozentig. Und machen nun weiter mit Welt 2, Einsame Insel. Okay, ist wieder ein Minimum von 8 Dingen, die wir schaffen müssen. Und hier kriegen wir einen Bonus, ein kleines Gedicht. Insel 0, Gedicht. Die anderen hatten das nicht mit 0. Rose is red, violet is blue, flag is win, Baba is you. Ach ja, und Wallstop. Und Wallstop. Okay, dieses red und blue ist, glaube ich, das macht, glaube ich, nichts. Denke ich mal. Ah. Nee, das hilft mir leider auch nicht. Ja, wegen Wall is Stop ist natürlich auch ein Problem. Ja, jetzt bin ich halt die Flag, aber das hilft auch nicht. Ich muss das, glaube ich, so machen. Nee? Flag is you. Okay. Ich kann die Farben ändern. Wall is red? Oder Rose is wall? Das hilft ja gar nicht, oder? Hilft das irgendwie? Was ich auf jeden Fall machen kann, sind hier die Sachen bewegen. Ich weiß noch nicht, wie effektiv das ist, das jetzt so zu bewegen, wie ich es jetzt gerade gemacht habe. Nee, doch, nee. Da muss ich jetzt erstmal ein bisschen überlegen. Rose is wall. Okay, das hilft jetzt aber leider nicht. Boah, das ist irgendwie richtig, richtig schwer. Mir fällt gar nichts ein. Mir fällt wirklich gar nichts ein. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich kann euch wirklich nicht sagen, was hier falsch ist. Das Einzige, was ich noch probieren könnte, was mir einfällt, wäre Baba is Rose zu machen. Das würde auf jeden Fall noch klappen. Und dann sterbe ich ja instant. Moment, Rose is you. Jetzt bin ich die Rose. Und Baba is Win. Wenn das schon so anfängt, ich glaube, die Welt wird nicht einfacher. Und vor allem nicht, wenn die Welt schon so kompliziert aussieht. Das sieht aus, als wenn die überall in der Ecke noch mehr Level. Außer es sind wirklich nur diese, ja, 10, 11 Level. Oh, ich sehe gerade erst, dass hier in den Ecken so ein paar, ja, so ein paar Druiden oder so rumhängen. Schweben ist das erste Level. Also, außer halt Gedicht, also irgendwo gab es das halt. Oh hey, das allererste Level aus dem ganzen Spiel. Nur diesmal haben wir Baba is Flow, das heißt, was? Ich habe so ein bisschen komisch rum, okay. Keine Ahnung, ich beende einfach mal das Level. Ah, Baba is float, das heißt, ich bin über der Flagge und kann sie nicht erreichen wahrscheinlich, oder? Okay, ich kann das hier trotzdem verschieben, auch wenn ich float bin. Nee, Moment. Da oben macht es leider keine Veränderung, aber wenn ich Baba is wall mache, geht das? Achso, ich dachte, dann kann ich mich bewegen damit als Ball. Nee. Baba is stop? Bin ich jetzt immer noch? Ja, ich bin immer noch floaty. Okay, andere Idee. Was ist, wenn wir Wall is win machen? Na, wir können ja das hier ausmachen. Können ja hier dann die Wall wegnehmen. Hier reinsetzen. Ich flaute aber immer noch. Das gilt dann immer noch.
Wie wär's, wenn wir einfach nicht Baba sind, sondern wir sind die Wall? Wall is you. Moment, bevor ich das mache. Das ist schon richtig so. Nur ich muss erstmal wieder den Flag aktivieren. Das war falsch. Einfach nur Wall is you. Und reinlaufen. Let's go! Also mein Plan ist es für jede Woche. Oder nicht jede Woche, aber für. Mein Plan ist es, für jede Folge eine ganze Welt zu schaffen. Ich weiß nicht, ob das klappt. Zumindest eine halbe Welt pro Folge würde ich schaffen. Und ja, warmer Fluss. Ballen wir uns. Strengen wir unsere Gehirnzellen mehr an. Damit das auch klappt. Baba is you and float. Also ich kann hier übers Wasser fliegen. Water is hot. Baba is melt. Aber ich floate, also alles okay. Skull is floated aber auch und ist defeat. Das heißt, es ist auf meiner Ebene. Okay, das erkennt man daran, dass man floatet, dass alles so ein bisschen wackelt, so hoch bewegt. Flag is win. Okay. Nicht mehr float. Ich verbrenne dort aber dann trotzdem. Aber ich kann doch water is hot and float machen, oder? Ja. Seht ihr, jetzt fliegt das Wasser über mir. Skull is defeat and float. Das können wir nicht ändern, aber wir können doch jetzt auch jetzt durch. Ja. Das war echt mega einfach. Okay. Oh nein, nicht wieder so ein Level. Kochender Fluss, ein extra Level. Ich hasse sie, sie sind so verdammt kompliziert. Baba is food flow, das ist gleich Level, okay. Water is water, lol. And hot Baba is melt. Hot Baba? Yo, Baba, du bist so hot. Okay, wir sind flow, das ist wieder alles so wie vorher, wie immer. Bumm, verbrennen war. Baba is melt. Baba is water is water and hot. Baba is melt and float. Das ändert rein gar nichts, oder? Weil ich bin doch schon die ganze Zeit float. Nicht wirklich, nee. Das Problem, was ich gerade habe, ist, ich kann ja hier nichts wegnehmen. Das heißt, ich kann hier nur hinzufügen. Genauso auch hier unten. Moment. Ach so, warte, das kann ich nicht mitnehmen. Das kann ich nicht mitnehmen? Warum nicht? Also ich kann es auch nicht hier rüberbringen und hier irgendwas ändern. Hier kann ich auch nichts ändern. Also das Einzige, was ich machen kann, sind diese fünf Dinger hier irgendwie verschieben. Die oberen drei kann ich nicht verstehen, weil ich halt instant sterbe. Ja. Und das hier bringt nichts. Weil ich dann trotzdem nicht mehr Kontrolle habe. Was ich mir vorstellen könnte, ist water is and hot melts. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist halt das hier machen. Baba is melt and float. Aber das ändert halt rein gar nichts irgendwie. Genau deshalb hasse ich diese extra Level, weil die viel zu schwer sind. Das ist bestimmt wieder irgendwas super Simples und ich check's einfach nicht, oder? Aber hier ist auch so viel Platz hier oben. Vielleicht hat's da damit zu tun. Float and water is water? Nee, das macht keinen Programmiersinn. Baba is melt and you. Aber das ändert irgendwie doch gar nichts. Warte mal. Float is you? Nee. Das kann ich jetzt hier wegnehmen. Baba is float. Moment. So, Baba is float. Dann komme ich ja da immer noch nicht durch. Ah, Moment! Jetzt kann ich das hier mitnehmen. Ne? Wegschieben. Boah. Okay. Aber es hat mich ja auch limitiert, was ich überhaupt alles machen konnte.
Und zum Glück gibt's kein zweites. Okay. Okay, ist auch gut. Brücken bauen. Buddeln und bauen, habe ich gehört. Brücken bauen. Sind wir ein Bridge Constructor? Text ist float. Okay, das heißt, ich kann das nicht bewegen. Doch, kann ich. Weil ich selber floate? Nee. Okay. Water is sink. Hedge is stop. Baba is you. Flag is win. Frog is push. Ja, okay. Das heißt, das killt mich. Water ist nämlich sink. Mhm. Also, das Water sink und Hedge stop ist, können wir nicht verändern. Text is float können wir auch nicht verändern. Wir können nur verändern, dass Rock pushes. Diesen Stein da oben kriegen wir aber nicht weg. Der ist da einfach nur so aus Show. Der ist nicht wichtig für irgendwas. Der ist nicht wichtig für Blood. Ja. Das Baba ist You kriegen wir auch nicht weg. Das Einzige, was wir machen können, ist das You verändern. Zum Beispiel Push. Ne, Baba ist Push könnten wir machen. Wenn ich das hier richtig mache. Aber es bringt nichts, weil dann ist niemand you. Es sei denn... Moment, doch, das geht. Moment. Ich kann Baba doch pushen, weil... nee, verdammt, es geht doch nicht, oder? Rock is you. Baba ist Push. Nein? Also ich bin jetzt auf jeden Fall ein Stein. Zwei Steine ineinander. Die instant kaputt gehen dadurch. Ah, nee. Ich habe irgendwas falsch gemacht. Moment, ich will nochmal zurück machen. Oh, jetzt bin ich Rock and... Ah, Rock is you und Baba is you, habe ich jetzt hinbekommen. Zack. Und durch. Ey. Okay. Interesting. Brücken bauen? Weiß nicht, sag du es mir. Tun wir Brücken bauen oder tun wir keine Brücken bauen? Das ist das gleiche Level. Rock is float. Diesmal aber. Das ist der einzige Unterschied. Rock is float. Aber Text ist nicht mehr float. Aber das hat ja irgendwie auch gar nichts geändert. Das war einfach nur zur Show. Okay. Das heißt... Die sinken nicht mehr. Ah, ha, 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 denkst du, kannst du mich austricksen spielen? Ich bin jetzt wieder beide. Oder halt alle drei, I guess. Wie wär's, wenn wir das so machen? Ich hab ne Idee. Freunde, ich hab ne Idee. Und zwar. Machen wir das so. Ich will das Windert wegnehmen. So machen wir das, genau. Win. Das können wir nicht mehr gewinnen. Was zum... Okay, machen wir es anders. Machen wir es so. Zack. Jetzt können wir das hier mitnehmen, das Win. Und dann... So, ist Rock is Win. Kann ich da reinlaufen oder geht das nicht, weil er am Floaten ist? Am Floaten ist geht das nicht. Okay, dann dürfen wir nur das Is wegmachen. Aber es war schon die richtige Idee. War schon die richtige Idee. Das ist egal. Das ist nicht mehr egal. Das ist auch immer noch nicht egal. So. Funktioniert jetzt trotzdem noch? Warte mal, ich mach nochmal zurück. Zur Sicherheit, dass ich Baba nochmal brauche. So, jetzt bin ich unterm Stein. Ich versteck mich da drunter. So, aber jetzt können wir ja... Flag... Ja, okay, wir können aber Flag is you machen, theoretisch. Aber... So. Flag is you. Das ist aber nicht meine Intention. Ich will Flag... ist und dann Win machen. Sich unter den Stein zu verstecken bringt jetzt auch nicht mehr. Flag ist und jetzt nehmen wir das einfach mit und dann haben wir doch gewonnen. Ne? So? Ja.
Warum ist die Welt irgendwie gefühlt einfacher als die letzte Welt? Oder bin das nur ich? Oh, ich hab nichts gesagt. Brücken? Nochmal das gleiche Level. Nein! Text ist Float und Rock ist Float. Okay. Aber ist das jetzt nicht eigentlich technically irgendwie das gleiche? Ah, nee. Text ist Float bedeutet, dass ich das Wasser nicht kaputt machen kann, weil der Text über dem Wasser fliegt. Mhm. Trotzdem kann ich die Steine steuern. Und Rock is Float geht nicht weg. Das heißt, ich brauche Baba. Der darf nicht sterben. Glaube ich. Okay, gib mir mal die Steine. Die Rocks. The Rock. So, ihr dürft mir mal kurz die Sachen hier bringen. Hä, aber habe ich nicht trotzdem dann schon gewonnen? Ah nee, die Flag ist außer Reichweite und die Rocks sind am Fliegen. Das ist das Problem. Bob ist ja nicht am Fliegen, deshalb kann er die nicht erreichen. Ja, eigentlich ist er, glaube ich, egal so. Könnte ich nicht theoretisch Baba is Win machen? So. Ich kann doch Win is You machen. Nein, kann ich nicht. Ich kann Rock is Win machen, aber das hilft nicht. Ich werde es jetzt mal machen, aber es hilft nicht, weil ich kann diesen Stein nicht berühren, weil er fliegt. Seht ihr? Der fliegt. Das bringt also nichts. Ja. Oh, jetzt weiß ich's. Wir können doch Flag is Push machen, glaube ich, oder? Das heißt, wir holen die Steine wieder. Die Steine holen uns Flag. Am besten gucken, wo ich lande. Was ich mache, vor allem. Sammel die mal so. Ich brauche nur einen Stein eigentlich. Ein Stein, höhö. So. Kurz sammeln. Versteck mich unterm Stein. Flag. Oh, das ist nicht gut. So. Flag ist Push. Ne? Man muss das Ist von da hinten noch mitnehmen. Baba darf wahrscheinlich nicht sterben dabei. So. Gut, sammeln. Ja. Flag is Push. Okay. Das heißt ja dann, dass ich die Flagge, ja genau, ich kann die mitnehmen. Nur habe ich es gerade ein bisschen falsch gemacht, Moment. Das heißt aber, dann ist die Flagge ja gut, das ist natürlich doof. Ja, wir brauchen die Flagge, um zu gewinnen, weil die fliegt nicht. Ich dachte, ich kann da durch. Ich habe eine neue Idee. Machen wir einfach als Stein Baba is Win. Ich glaube, das geht zwar nicht, aber mir sind jetzt die Ideen ausgegangen. Ich pause es trotzdem. Ja gut, Baba steht jetzt halt leider mittendrin, ne? Das ist das Problem. Moment, ich schieb kurz Baba raus. Baba ist nicht Push. Warte, mach mir erstmal Baba ist Push. Ja. Damit ich ihn da rauskriege. Und dann versuche ich es mal. Okay. Genau. So. Jetzt mache ich halt Baba is Win. Und weil ich am... Ach, ich floate aber ja. Das ist ja das Problem. Ich floate. So. Ich bin jetzt wieder beides. Ja. Wait. Flag is Rock? Is You oder is Win? Würde das funktionieren?
Flag ist Rock. Swim? Nee, fliegen doch. Rock ist Flag. Na, jetzt hab ich's. Ich glaube, Rock ist Flag, nicht Flag ist Rock. Moment, nochmal zurück. Ganz weit zurück, bis es halt... Genau. Also. Rock. Wie nehme ich das jetzt mit? Ohne, dass ich irgendwas stuck kriege. Moment. Rock ist... das ist blöd. Warte, das muss kurz weg. Und im Moment machen wir es so. Rock is flag is win. Yes! Oh, Junge, 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 Junge. Das war echt nicht einfach. Und sorry, falls du meinen Stuhl... Wow, 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 wow. Da kommen noch einige Level auf uns zu. Die Siegesquelle kommt nämlich als nächstes dran. Hier sind wirklich noch irgendwie so 6 Level oder so. Oder 7. Oder so. Was? Kork ist Push. Ich glaube, Kork sind diese Dinger hier gemeint. Die hier. Water is Sink. Texas Float. Baba ist hier und in der Mitte ist Win. Und Texas Float können wir ausmachen. Aber damit killen wir Win, weil das übers Wasser schwimmt. Das wollen wir nicht. Das heißt, wir können aber die Dinger benutzen. Erstmal. Um das Win da raus zu retten, wollte ich sagen. Aber das Ding muss... Ja, doch, warte, ich weiß es. Das muss auf die andere Seite wahrscheinlich. So. Ernsthaft? Ernsthaft? Wie dumm ist das denn? Also, sorry, das ist aber übelst dumm. Okay, was soll man von vorne gucken? Ich muss ja mit den Dingern diesen Win-Button da irgendwie befreien. Ja. Das ist ja so ziemlich mein Ziel hier, denke ich mal, ne? Siegesquelle. Water is Sink. Kriege ich jetzt auch nicht weg. Kann ich das nicht so machen? Doch. Okay. Dann habe ich zumindest schon mal das Win rausbekommen. Ah, warte, aber ich kann das wahrscheinlich einfacher für mich machen, wenn ich die beiden schon mal frei mache und das jetzt hier so verschiebe. Dann habe ich noch die Möglichkeit, die hier wieder rauszukriegen, die beiden. Ich kann Text wegmachen. Nichts ist mehr Float. Text ist Win! Doch! Das wird's sein. Moment. Jetzt mal außen rum gehen. Text ist Win! Hä? Aber was? Hm? Okay, funktioniert nicht, aber ist nicht schlimm, weil ich sehe gerade, ich kann auch Water is Win machen. Nur weiß ich nicht, ob das funktioniert, weil Water ist ja noch Sink. Ah, verdammt! Das funktioniert aus irgendeinem Grund nicht. Baba ist Win? Ja, das zählt. Okay. Na gut, nehme ich an. Karte freigeräumt! Kriegen das zweite von den drei Dingern. Oh, zwei neue Welten kriegen wir da auch. Aber das schauen wir uns dann beim nächsten Mal an. Wir gucken uns hier noch die letzten 6 Level an. Mitgliederversammlung. Okay. Welche Mitglieder denn? Wie gibt's denn alles? Lass mal sehen. Oh, das ist ein Robot. Robot is you. Robot is stop. Water is sink. Was? Piepe is stop? Wer ist denn Piepe? Achso, Pipe. Oh. Habt ihr nicht von mir gehört? Pipe ist stop. Das sind die Pipes. Das ist die Wand hier. Pipe. Flag is win. Baba is you. Wollen wir rüberschieben? Nee, so nicht. Einer von uns muss sich opfern lassen. Am besten. Aber nicht beide. Moment, wo haben alle beide gestartet?
Das ist ein Problem. Weil eigentlich soll sich nur einer von denen opfern lassen und nicht direkt beide. Wie mache ich das jetzt? Oder soll ich das nicht machen? Doch. Moment. Ich will nicht, dass die aufeinander sind. Ich will, dass sie nebeneinander sind. Aber ich weiß nicht, ob das geht. Ich weiß nicht, ob das so möglich ist noch an diesem Punkt. Ich muss auf jeden Fall das Babazu Issue kriegen und dann habe ich gewonnen. So ziemlich. Ja. So, das hier kann ich zwar machen, aber dann... ne? Das ist das Problem. Einer muss am Leben bleiben und dann das Baba schieben. Während der andere sich dort killt. Aber ich krieg das nicht hin, dass da nur einer durchgeht. Ich krieg das einfach nicht hin. Die gehen da immer gemeinsam, weil die immer beide auf der gleichen Oberflächenlinie-Dings sind. Ja. Ach, ich hab absolut keine Ahnung. Also sonst bei den anderen Leveln, da hatte ich zumindest noch ein bisschen so Experimentierraum. Aber hier kann ich ja gar nichts machen. Ich habe das Gefühl, ich habe schon alles ausprobiert, was geht. Ich kann das hier zwar machen, ja. Oh. Mein Problem war, ich dachte, wenn ich Baba, das Wort Baba da irgendwie in die Ecke kriege, da ist er nicht mehr rausbekommen und dann geht das alles gar nicht mehr. Okay, ich habe die ganze Zeit so eine Blockade gehabt, die mir gesagt hat, nein, das darfst du nicht machen, probieren tust du es auch nicht. Okay. Halte den Dieb! Oh, wird das hier ein Zeitrennen oder was wird das hier? Skull is defeat, Pipe is stop, Baba is you, Robot is move. Okay, den muss ich aber... Ah, den muss ich erwischen. Halt, stopp! Ich hab dich! Okay. Ich weiß, was ich zu tun hab. Mhm, das ist schon mal richtig. Jetzt muss ich hier zum Win kommen. Nee, das war falsch. Oder? Machen wir mal. Hör ich mal auf zu bewegen? Okay. Wie wär's mit Robot is you? Bam. Jetzt bin ich da ein Roboter. Der kann doch nicht durch. Aber der kommt doch vorhin hier durch. Hä? Das check ich irgendwie nicht. Warte. Was ist, wenn er Baba is move macht? Was passiert dann? Hä? Was zum... Okay, das war irgendwie gerade ziemlich weird. Whatever, egal. Hä? So, das muss ich auf jeden Fall machen. Jetzt geht er da durch. So, sobald er da durch ist, mache ich raus. Jetzt mache ich Robot is you. Jetzt tue ich das Win hier raus. Ja, weiter habe ich nicht gedacht. Nee, jetzt müsste ich eigentlich Baba is Move, glaube ich, noch dazu packen. Moment. Ja, ich glaube, jetzt muss ich noch Baba is Move machen. Nee, du kannst noch. Move sein. Like it, move it, move it. Nee. Okay, ich habe eine Endlosschleife gemacht, aber helfen tut mir das auch nicht. Moment. Wie wär's, wenn wir das so machen? Jetzt haben wir nämlich zwei Babas, die ich beide bewegen kann, ja? Der eine kann sich hier so. Das muss ich dann machen, wenn der Roboter da hinten ist. Dann muss ich... Ah, aber jetzt habe ich es, glaube ich. Jetzt warte ich kurz, bis er da drüben ist. Da, an dem Punkt. So. Und jetzt mache ich das gleiche nochmal. So.
Denn der kann da jetzt das hier rausholen. Den kann ich noch umbringen, den brauche ich nicht mehr. Jetzt soll ich das win? Robert ist win. Nee, Baba ist... win? Baba ist win? Kann ich das machen? Ich bin mir da immer sehr unsicher, ob das funktioniert, aber... weil entweder Baba ist jetzt die Flagge oder er ist halt... er hat gewonnen. Okay, er hat jetzt gewonnen in dem Fall. Okay. Gut. Okay. Kleiner Teich. Aber nur ein kleiner. Ein kleiner, aber feiner.